Hallo, ich bin Vincent Kliesch aus Berlin und ich wäre gern Vincent Kliesch live von der Frankfurter Buchmesse. Aber wir alle wissen, in diesem Jahr ist das eben ein bisschen anders und deswegen begrüße ich euch ganz digital, um euch mein aktuelles Buch Die Frequenz des Todes zu präsentieren und auch ein paar Fragen zu beantworten, die mir im Vorfeld von euch zugeschickt worden sind. Die Frequenz des Todes ist der zweite Teil der Auris-Reihe, die ich zusammen mit Sebastian Fitzek entwickelt und geschrieben habe. Und das ist auch gleich das Erste, wozu ich was sagen will, weil es auch die häufigste Frage ist, die mir von Lesern gestellt wird. Was hat Sebastian Fitzek eigentlich mit Auris zu tun? Da steht ja drauf, Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Tatsächlich hat er schon mehr gemacht, als die Idee zu liefern. Es war so, dass er die Idee hatte, einen phonetischen Forensiker zur Hauptfigur einer Thriller-Reihe zu machen. Phonetische Forensiker, das sind Ermittler, die mit dem Gehör arbeiten, die also beispielsweise Tonbandaufnahmen analysieren oder Tondateien analysieren. Gutes Beispiel dafür ist Dagobert Arno Funke, der Kaufhauserpresser. Die Älteren können sich an den Fall noch erinnern. Das war ja eine sehr große Geschichte. Da hat er Erpresseranrufe beim Karstadt-Konzern gemacht. Später war er dann verdächtig, dieser Täter zu sein. Und ihm konnte dann unter anderem durch die Analyse seiner Erpresseranrufe nachgewiesen werden, dass er wirklich der Täter war. Denn wenn wir sprechen, dann sprechen wir mit einem phonetischen Fingerabdruck. Jeder Mensch hat eine so einzigartige Art und Weise zu sprechen, dass das wirklich mit einem Fingerabdruck zu vergleichen ist. Betonung, Dialekteinschläge, Sprachfehler, Pausen, die wir setzen, bestimmte Angewohnheiten, die Menschen, die manchmal zwischen ihren Worten machen. Alles so eine Dinge ergeben am Ende eine ganz einzigartige Stimme, die sogar bei eineigen Zwillingen zu unterscheiden ist. Das würde bei der DNA von eineigen Zwillingen nicht möglich sein. Die Stimme unterscheidet sie. Und das Interessante war eben tatsächlich die Idee von Sebastian Fitzek. Wir nehmen einen Ermittler, der mit dem Gehör Fälle lösen kann, und dem an die Seite stellen wir eine junge True Crime Podcasterin, Jula Ansorge. Jula Ansorge hat ein schweres Trauma erlebt. Das passiert im ersten Teil, das wird aber auch alles im zweiten nochmal erwähnt. Und sie ist seitdem davon angetrieben, dass sie unbedingt Menschen rehabilitieren möchte, denen ihrer Meinung nach zu Unrecht Verbrechen vorgeworfen werden. Matthias Hegel, unser phonetischer Forensiker, dem wird ein schweres Verbrechen vorgeworfen. Und so kommen die beiden zueinander. Weil es aber eine Reihe wird, der dritte Teil, den habe ich gerade fertiggestellt, der kommt Anfang kommenden Jahres. Wahrscheinlich geht es sogar darüber noch hinaus, weil es also eine Serie wird, hat jeder der Teile eine Geschichte, die in sich abgeschlossen ist. Weil natürlich jeder Leser, selbst wenn es 20 Teile gibt, auch den 20. Teil noch für sich verstehen können soll, ohne die 19 Vorgänger zu kennen. Und ich möchte euch jetzt die in sich geschlossene Geschichte von Die Frequenz des Todes vorstellen, in der unsere beiden Hauptfiguren Jula Ansorge und Matthias Hegel natürlich zum Tragen kommen. Ich lese aber mal eine Passage vom Anfang vor, in der wir die Geschichte vorgestellt bekommen, die es in Die Frequenz des Todes für die Hauptfiguren aufzuklären gilt. Cécile Dorme lernen wir gleich kennen, ihren Mann Jonathan und das Baby Selma. Von allen Geräuschen, die es vermögen, das Grauen anzukündigen, vernahm Cécile Dorme das vermutlich Schlimmste. Es war kein heftiges Pochen an der Wohnungstür mitten in der Nacht, so wie letztens, als der Nachbar von schräg gegenüber im Pyjama vor ihrer Haustür gestanden hatte. Friedmann, der sonst nicht einmal grüßte, vermutlich, weil er sich für was Besseres hielt, hier in der Villengegend in West End. Die uns eigentlich eine Nummer zu groß ist, Schatz. Findest du nicht? Aber ihr Mann mochte es, war hier groß geworden. Wenn auch in einem Mietshaus ohne Garten. So gesehen hatten sie es nun in dem renovierungsbedürftigen, aber großzügigen Anwesen besser. Auch wenn es einsamer war als in ihrem Heimatdorf in Marlow, wo Cécile früher nie schräg angeguckt worden war, wenn sie mal eilig im Jogginganzug, ungeschminkt und mit einem hastig gebundenen Verlegenheitszopf was fürs Frühstück holte. Ist es nicht die Tante vom Jugendamt? Die Frau vom Nervenarzt? Ja, der holt sich seine Irren nach Hause, heißt es. Ja, der hat jetzt sogar die Praxis vom Dachboden in den Keller verlegt. Ob er in der Klinik rausgeflogen ist? Und das Haus! Nicht mal einen Anstrich können die sich leisten. Ja, das hat ihr Friedmann, der sich seit seiner Pensionierung zu so etwas wie einem Nachbarschaftssheriff aufgesprungen hatte, sogar einmal ins Gesicht gesagt. Eine Schande, wie sie die alte Villa verkommen lassen. Damals jedoch, als er sie aus dem Schlaf gerissen hatte, war ihm die bröckelige Fassade nicht mehr wichtig gewesen. Barfuß und mit einem nicht funktionierenden Telefon in der Hand stand er vor ihnen. »Sie sind doch Arzt«, hatte er flehentlich zu Jonathan gesagt. »Bitte, mein Enkel erstickt!«
Der Vierjährige, den die Friedmanns für ihre Tochter babysitteten, hatte einen Pseudogrupp-Anfall erlitten. Cecile wickelte den Kleinen einfach in eine Decke und trug ihn nach draußen. Sein spastischer Hustenkrampf hatte sich schnell gelöst. Jetzt hingegen war es kein ersticktes Röcheln, das Ceciles Herz dazu brachte, ihr gegen die Rippen zu schlagen, wie ein Basketball aufs Turnhallen-Linoleum. Auch kein Hupen, gefolgt von quietschenden Autoreifen, das sich rasend schnell auf sie zubewegte. Weder das Bersten von Fensterglas im Wohnzimmer, während sie nachts im Bett lag, noch das helle Knacken eines Knochens beim Aufprall nach einem Sturz. Das Geräusch, das sie so sehr ängstigte, war weit schlimmer als all das. Es kam direkt aus der Wiege, in die sie die kleine Selma zum Schlafen gelegt hatte. Das Geräusch war Stille. Nichts als absolute, erbarmungslose Stille. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man gerade Mutter oder auch Vater geworden ist und man steht vor der Wiege, in die man das Baby gelegt hat, das Letzte, was man hören möchte, Stille ist. Das Kind ist weg, es ist Blut in der Wiege und ab diesem Moment entwickeln sich Dinge in diesem Buch, die, und da merkt man dann eben auch die Handschrift von Sebastian Fitzek, die am Ende alle nicht so sind, wie sie scheinen. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Die Frequenz des Todes. Komme jetzt aber zu den Fragen, die ihr mir geschickt habt. Was haben wir denn da? Auris hat zunächst zwei Hauptfiguren, Jula und Hegel. Welche davon ist dir näher, charakterlich und warum? Das ist eine schöne Frage, weil wenn man als Autor eine Figur entwickelt, kann man diese Figur nur aus ganz, ganz wenigen Dingen heraus entwickeln. Das eine sind Klischeevorstellungen, sollte man heutzutage lieber nicht machen, weil man dann eher platte Stereotype-Figuren hat. Das andere sind Menschen, die man kennt, so erlebte Figuren. Da kann man schon einiges zusammenbauen. Was ich aber am liebsten mache, ist, dass ich die Figuren zusammenbaue aus Eigenschaften, Gedanken, Gefühlen und Ideen, die in mir selbst drin stecken. Wir alle haben tausende Identitäten in uns. Manchmal sind wir ganz nett und liebenswürdig, freundlich, dann werden wir mal sauer, mal bin ich albern, mal bin ich ganz traurig und das geht jedem Menschen so. Und ich nehme tatsächlich verschiedene Eigenschaften, die in mir selbst stecken und gebe sie in jede meiner Figuren. Und damit ist mir Hegel, der ein sehr nüchtern, analytischer, sehr trockener Mensch ist, ein sehr überlegender Mensch, der sich nicht so gerne in die Karten blicken lässt, der ist mir genauso nahe wie Jula, die für Gerechtigkeit kämpft, die ein Teil der Lösung sein will, die ein Guter sein will, die ihre Probleme irgendwie lösen möchte. Die sind mir beide gleich nah und das macht es für mich auch leicht, die zu schreiben. Es macht mir auch Spaß, die zu schreiben, weil ich jeden immer so reagieren lassen kann aus seiner Rolle, wie ich dann eben auch in der Situation reagieren lassen würde. Und natürlich muss immer Konflikt zwischen allen Figuren sein, sonst wäre es ja nicht spannend zu lesen. Was haben wir hier noch? Was reizt dich am Thriller-Genre und könntest du dir eine andere Richtung vorstellen zu schreiben? Werde ich auch relativ oft gefragt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das anzudenken. Das eine ist einfach der Literaturmarkt. Ich bin jetzt Thriller-Autor, damit bin ich etabliert, schreibe zusammen mit dem großen Sebastian Fitzek, also ich stehe jetzt wirklich für Thriller. Wenn ich jetzt ankommen würde und sagen würde, ich möchte mal einen Liebesroman schreiben, dann würde das schon deswegen schwierig werden, weil das einfach überhaupt nicht meine Marke im Markt ist. Also es würde schon aus solchen Gründen heraus wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Könnte man vielleicht auf ein Pseudonym ausweichen. Tatsächlich geht die Frage aber auch, glaube ich, mehr dahin, ob ich das gern würde, wenn ich das könnte. Nein, darüber habe ich mir oft Gedanken gemacht. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich so ein bisschen ähnlich mal ins Horrorgenre was probieren soll und habe ein Buch geschrieben, das nicht wirklich Horror war. Also alle Dinge, die da passiert sind, waren möglich. Es war nichts Übernatürliches. Es ging aber so in die gruselige Richtung. Ich habe gemerkt, dass mir tatsächlich doch der Thriller am nächsten liegt und ich den ja auch deswegen schreibe, weil ich den schreiben will. Ich habe mich nicht irgendwann hingesetzt und mir überlegt, womit kannst du Geld verdienen, sondern ich wollte einfach Thriller schreiben. Übrigens inspiriert von Thomas Harris' Roman um Hannibal Lecter und natürlich die Verfilmungen mit Anthony Hopkins. Das war so für mich dieses Erlebnis, wie ich da 1991 im Kino gesessen habe und das Schweigen der Lämmer gesehen habe und danach natürlich das Buch gelesen habe. Da dachte ich, oh, das willst du auch. Solche bösen, fiesen, vielschichtigen Figuren schreiben, grausame Dinge dir da ausdenken, es letztlich natürlich irgendwie gut enden lassen. Nein, ich möchte wirklich Thriller schreiben und ein anderes Genre würde mich nicht genug interessieren, um davon abzuweichen. Wenn du einen deiner fünf Sinne hergeben müsstest, welcher würde dir am meisten fehlen und warum? Boah, das ist schwierig. Ich bin großer Weinliebhaber, die Nase ist wichtig. Ich muss da in meine Nase reinhalten und irgendwelche Nuancen rausriechen. Aber natürlich möchte ich auch Dinge sehen können, das Hören. Wir sind ja bei, darauf geht die Frage wahrscheinlich, weil es bei Auris ja ums Hören geht.
Welcher würde mir am meisten fehlen? Letzten Endes wäre es dann doch das Sehen, glaube ich. Weil die Welt ist einfach zu schön, es ist alles viel zu entdecken. Ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang. Also, darauf würde ich am wenigsten gern verzichten. Aber damit belassen wir es auch dabei, weil ich ein bisschen abergläubisch bin und nichts beschwören möchte. Du hast vor Jahren bereits eine Thriller-Reihe geschrieben. Hat sich deine Art des Schreibens über die Jahre verändert? Worauf achtest du? Was ist dir wichtig? Was macht den Klischee-Stil aus? Oh ja, das ist tatsächlich eine schöne Frage. Worauf achte ich? Ich achte darauf, dass ich sehr deutlich und sehr klar erzähle. Also ich würde das als mein Markenzeichen bezeichnen, wenn man sich selbst ein Markenzeichen definieren darf, dass ich eine unglaublich klare und eindeutige Sprache verwende. Die Bezüge stimmen, die Formulierungen stimmen, die sprachlichen Bilder klopfe ich 10-mal ab, dass die auch wirklich korrekt sind. Also ich achte sehr darauf, dass ich sprachlich so erzähle, dass der Leser an keiner Stelle hängen bleibt und sich fragt, ob dieser Satz jetzt so eigentlich richtig war oder ob das sprachliche Bild eigentlich stimmig ist. Und dann geht es mir darum, auch eine Mischung zu schaffen aus Spannung und aber auch Informationen und sprachlichem Gehalt. Also es soll nicht mit so einer schnodderigen Sprache daherkommen. Schnodderige Sprache bedeutet nicht schlechter Autor. Stephen King zum Beispiel, wahrscheinlich einer der größten Unterhaltungsliteraturautoren der Welt oder vielleicht sogar aller Zeiten, Stephen King, der Superstar, schreibt mit einem sehr schnodderigen Stil. Und das ist eine Stilistik, das ist ein Stilmittel, das sehr gut bei den Lesern ankommt, das ich mir aber nicht zu eigen mache. Also ich schreibe eher mit einem klareren, eindeutigeren Stil. Und der Schreibstil, wie er sich von meinen früheren Büchern verändert hat, die Veränderungen sind doch großenteils Sebastian Fitzek geschuldet, der natürlich in der Zusammenarbeit mit mir mich auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Nachdem ich 5 Bücher veröffentlicht hatte, habe ich quasi nochmal so eine zweite Ausbildung, so eine Schulung von ihm bekommen, so was diesen Fitzek-Stil ausmacht, dass ich jetzt also deutlich noch pointierter, knackiger, mehr auf den Punkt schreibe. Denn meine alten Bücher waren, wie gesagt, von Thomas Harris inspiriert, der sehr leise, sehr subtil und sehr zwischen den Tönen schreibt und erzählt, während bei Sebastian Fitzek halt wirklich doch diese Spannung, dieses Vorantreiben, dieses Aufwerfen von immer neuen Rätseln, immer wieder neuen Wendungen im Vordergrund steht. Und da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Was übrigens der Grund dafür ist, dass meine alten 5 Bücher, die zurzeit nicht erhältlich sind, im Augenblick noch nicht zu bekommen sind, weil wir gesagt haben, wenn ich jetzt diesen neuen Fitzek-Stil erstmal etabliere, warten wir noch ein bisschen, bevor wir die Backlist wieder rausbringen, die halt einen anderen Stil hat, damit die Leser nicht durcheinander kommen, wenn sie 2 verschiedene Stile von mir lesen. Aber auch die alten Bücher werden wiederkommen und dann könnt ihr euch davon selbst überzeugen, was da die Unterschiede sind. Haben wir noch eine Frage? Die forensische Phonetik ist ein ungewöhnliches Setting. Wie hast du recherchiert? Wie nah ist diese Welt der Realität? Beim ersten Teil Auris musste ich mir alles, was ich da über diese forensische Phonetik geschrieben habe, musste ich mir alles aus dem Internet zusammensuchen, aus Fachliteratur, aus Videobeiträgen zu dem Thema. Ich habe mir Fragen gestellt, was möchte ich erzählen über diese Phonetik, wo kann ich die Informationen herbekommen und habe mir das dann quasi zusammengetragen. Beim zweiten Teil hatte ich dann fachkundige Hilfe, weil nämlich auf den ersten Teil Professor Oliver Niebuhr sich bei uns gemeldet hat. Der ist forensischer Phonetiker, ein Deutscher, lehrt aber in Dänemark an der Universität und der hat gesagt, ich finde es so toll, dass ihr über meinen Beruf eine Buchreihe schreibt. Wenn ihr Lust habt, fragt mich, ich stehe euch gern zur Verfügung. Und seitdem kann ich Oliver Niebuhr meine E-Mails schreiben mit meinen Fragen, kann ihn auch anrufen und immer sagen, pass auf, ich möchte hier das und das und das erreichen. Hast du da irgendwie eine Idee? Und dann setzt er sich. Ich habe so den Eindruck, wirklich mit einer kindlichen Freude setzt er sich ran und überlegt sich möglichst ausgefallene phonetische Phänomene, die ich dann einsetzen kann, um sie Matthias Hegel in dem Buch erleben zu lassen. Und insofern ist tatsächlich alles, was ich so über diese forensische Phonetik erzähle in Auris, ist von einem Profi geliefert, recherchiert und tatsächlich wissenschaftlich stimmig. Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, welches Lied dürfte dann nicht fehlen und warum? Wer denkt sich denn so eine Fragen aus? Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich bin ABBA-Fan. Also ich liebe einfach wirklich diese ABBA-Disco-Musik aus den 70ern und 80ern. Und da wäre es vielleicht. Ich glaube, Dancing Queen. Ich glaube, Dancing Queen würde ich nicht vermissen wollen. Warum?
immer wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder wenn ich schlecht drauf bin, mache ich volle Lautstärke Dancing Queen an. Und es ist absolut unmöglich, nach diesem Song noch schlecht drauf zu sein. Also ich würde sagen, das ist so mein Antidepressivum, wenn ich mal irgendwie einen Down habe. Volle Pulle Dancing Queen und dann läuft das Leben wieder. Aber interessante Frage, aber schwierige Frage. Müsste ich viel länger überlegen, weil ich wahrscheinlich für verschiedene Lebenssituationen auch so verschiedene Songs hätte, die ich dann so als den Soundtrack bezeichnen könnte. So, mal gucken, welche Frage ich noch nicht hatte. Kannst du uns eine Lesepassage ausleihen? Das habe ich schon getan. Welches ist dein Lieblingsklang oder Lieblingsgeräusch? Viel interessanter finde ich das Gegenteil, nämlich Geräusche, die ich nicht leiden kann. Dafür gibt es einen Fachbegriff, Misophonie. Wenn man bestimmte Geräusche nicht ertragen kann, wenn eines diese Fingernägel, die an so einer Schultafel so runterkratzen. Oder wenn man mit Styropor so aufeinander reibt. Ganz, ganz, ganz schlimm ist auch so das Quietschen mit einem Teller oder einer Gabel, in einem Messer oder einer Gabel auf einem Teller. Oder was ich nicht leiden kann, wenn jemand neben mir sitzt und atmet. Was er tun soll, dagegen habe ich noch nichts, aber wenn der neben mir sitzt und atmet und immer wenn der einatmet durch die Nase, so ein ganz leises Pfeifen in der Lunge erklingt. Was übrigens stört mich das nur, wenn derjenige mir nicht besonders nahe steht oder ich ihn vielleicht sogar wirklich nicht mag. Denn bei diesen Geräuschen, die man nicht ertragen kann, spielt die Psychologie eine Rolle. Wenn derjenige, der dieses Geräusch von sich gibt, wenn man den sehr mag, dann stört es einen nicht. Ich sage immer, das ewige Geschrei eines Babys nervt irgendwann. Aber nicht, wenn es das eigene Baby ist. Und wenn man frisch verliebte Paare so sieht, hört man auch manchmal diesen Satz, er schnarcht immer so süß. Könnte ich die ganze Nacht zuhören. Ja, frag mal 6 Monate später, wie süß das Schnarchen noch ist. Aber Geräusche, die ich gern mag, wenn aus so einer Luftdruckkanone ein T-Shirt geschossen wird. Es gibt ja diese T-Shirt-Kanone, wenn mit Luftdruck was geschossen wird, es gibt immer dieses satte und befriedigende Fump. Fump. Liebe ich. Und was ich auch gerne mag, ist in so eine schöne, frische Gewürzgurke zu beißen. Es gibt so ein schönes, frisches Knacken. Das ist auch ein schönes Geräusch. So, noch eine Frage, die ich noch nicht hatte. Die gehen mir hier nämlich langsam aus. Auris und die Frequenz des Todes waren zunächst Hörspiele. Welche Art Literatur zu konsumieren bevorzugst du? Ich bin der klassische Leser. Ich brauche wirklich das physische Buch. Ich bin jetzt auch kein Freund des E-Books, auch wenn die Beliebtheit des E-Books so langsam steigt. Man kann unglaublich viele Bücher mit in Urlaub nehmen auf so einem kleinen Tablet. Hat alles seine Berechtigung. Ich bin tatsächlich so der ganz konservative, klassische Buchleser. Und ich mag auch tatsächlich Taschenbücher gern, weil man sie eben, ne, so kann man mit denen umgehen. So ein Hardcover, das hat schon fast so was Sakrales, das muss man so ein bisschen mehr Würde behandeln. Und ganz viele Leser erzählen mir das und ich merke das auch. Ich mag das, an so einem Buch zu riechen. Und ich gehöre auch ganz klar zu der Fraktion, never ever mach ein Eselsohr in your book. Das geht auch überhaupt nicht klar. Oder katastrophal, wenn jemand den Buchrücken bricht, weil er das Buch so umgeschlagen hat. Mein Vater immer gemacht, der hat immer so umgeschlagen, hat er das so in der Hand gehalten. Und furchtbar, dieses Buch war für mich, das will man sich doch nochmal ins Regal stellen hinterher. Also tatsächlich physischer Buchleser. Ich kenne aber auch ganz, ganz, ganz viele Fans von Hörspielen und Hörbüchern, die sagen, sie können das dann konsumieren auf ihrem Weg zur Arbeit. Pendler, die jeden Tag 1-2 Stunden mit der Bahn oder im Auto unterwegs sind, die mögen dann das Hörbuch oder das Hörspiel. Und gerade bei Auris haben wir ja das Privileg, dass parallel zum Roman wir auch immer ein Hörspiel haben, also kein Hörbuch, wo das Buch nochmal vorgelesen wird, was es auch gibt, von Simon Jäger gelesen, aber vor allem ein Hörspiel, besetzt mit Schauspielern. Oliver Masucci, einer der ganz großen deutschen Stars, spricht Matthias Hegel. Luisa Wiezurek, ganz tolle Schauspielerin mit einer wunderschönen Stimme, spricht Jula Ansorge, die auch als mit wunderschöner Stimme beschrieben wird im Roman. Und da wird dann von den Kollegen von Audible ein ganz tolles Hörspiel zu jedem Teil produziert, das quasi wie ein Film zum Hören ist. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir doch einiges erfahren über Auris und ich konnte einige eurer Fragen beantworten. Jetzt überlasse ich euch den anderen ganz, ganz, ganz tollen Beiträgen, die rund um diese Frankfurter Buchmesse jetzt digital zu sehen und zu hören sind. Und überlasse euch natürlich den vielen tollen Büchern, die vorgestellt werden. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich bei einer Lesung oder dann das nächste Mal bei einer Messe, wenn es denn dann irgendwann endlich wieder stattfindet. Ganz herzliche Grüße von mir aus Berlin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald.